der Berg. Das wird eine lange Reise. Tja, ich glaube. Ja, aber eine wichtige. Wow. Wie ist das denn passiert? Lange Geschichte. Ja. Eintrag. Der Fremde. Ein fremder Mann voller Tätowierungen kam ins Haus und griff Vater an. Der Kampf muss wild gewesen. Woher hat er eigentlich gesehen, dass er viele Tattoos hatte? Er war doch die ganze Zeit im Keller. Alles ist kaputt. Vater sagte, ich sei noch nicht bereit, aber dieser Fremde ließ ihn wohl umdenken. Wer war er? Was wollte er von uns? Wir sind doch niemand. Aber ich bin nicht so sicher. Wer war er? Ich weiß es nicht. Was wollte er von uns? Wer sind wir denn schon? Hast du ihn getötet? Ich habe getan, was nötig war. Zumindest tut ihm jetzt ein bisschen der Nacken weh. Ich weiß nicht, ob das geholfen hat, glaube ich nicht. Du wirst sterben. Lass mich nie wieder allein. Verstanden? Verstanden. Was ist das denn hier Schönes? Hoch. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind hier richtig oder hätte ich doch über den... sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe. Ah nee, hier kommen wir gar nicht rüber. Okay, never mind. Ich dachte schon, nicht, dass ich gemacht habe, passen. Ziehen Sie die Kamera. Okay, springen. War das schon immer hier? Hilf mir mal da rauf. Dann sehen wir. Und muss mich erstmal umgucken. Was ist das denn? So, wieder Hacksilber. Hier können wir was drehen. So, bestimmt wieder was mit der Axt machen. Gute Idee. So, dann kannst du da schon mal raufspringen. Und irgendwas oben machen. Geschafft! Ja. Junge! Jawohl! Dieser hängende Eimer? Ein Opferfass? Mutter hat gesagt, Odins Jünger füllen sie mit Geschenken und hängen sie auf, wenn sie sie nicht erreichen. Oh, knapp gerade. Er sah aus, als wäre er sehr alt. Töricht. Was meinst du? Die Götter zu verehren? Den Göttern sind sie völlig egal. Menschen sollten keine Monster anbeten. Ja, da ist noch Zeug drin. Ja, okay. Da können wir wahrscheinlich nicht mehr rüberspringen. So, jetzt kommen wir.
Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wahrscheinlich nicht. Wollen sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Wir haben doch überhaupt nichts mitgenommen, oder? Was wollen die denn ausrauben? Da leuchtet was. Eine Truhe. Bam. Die Pizza kommt. Nice. Guten Appetit. So. Ah, da oben ist er auch gleich. Ich hab mich gerade gefragt, ob wir jetzt überhaupt hin müssen. Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn? Komm, wir schauen nach vorne. Mann, ich will, dass da was in den Kisten drin ist. Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Vor Wintereinbruch? Haben wir nicht schon Winter? Wenn hier liegt Schnee. Sie sehen uns nicht. Soll ich schießen? Warte auf mein Zeichen. Da oben können wir auch Wenn noch wir angreifen? Da fallen lassen, oder? Ah, oh, schieß mal. Noch mehr Trauma? Ah, er geht auf den Kleinen, okay. Also, ja. Wow. Das, nee, das war's noch gar nicht. Boah, wie langsam er das Schild erst auspackt. Ne? Nice. Hm, cool. Sag mir wann. Gefahrenzeiger um Kratos herum zeigen Gegner außer Sichtweite an. Okay. Leuchtende rote Zeiger kennzeichnen bevorstehende Angriffe. Leuchtende lila Zeiger kennzeichnen Projektilangriffe. Hm. Zu wissen. Gemacht.
Ja, anscheinend nicht. Oh, ich kann ja das hier machen. Bam! Halte die Spannung! Nice. Ja. Wo denn? Schieß mal auf ihn. Du schießt in die Luft? Ach, da oben. Toll. Was will denn da oben? Okay, ich hoffe, das war es endlich mal. Meine Güte. Wie war ich? Habe ich geholfen? Wenn du helfen willst, lenk sie ab. Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. Das kriege ich hin. Sieh mal. Ich wollte mir nur den Stein hier angucken. Junge. Eine Jötnar-Siedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche. Nur die Sprachen, die Mutter kannte. Aber sie sind... Komm, Jötnar. Die Jötnar hatten hier eine Siedlung Riesen so nah an... zu Hause, aber wie lange ist das hier? Alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe. Weißt du? Okay, da kommen wir auch noch nach oben. Klar, wir müssen noch ein bisschen reinkommen, was die Steuerung angeht. Das ist irgendwie noch ein bisschen ungewohnt. Ich glaube, ich habe noch zu sehr die Steuerung von... Gotham Knights drin, hatte ich gerade auch noch nebenbei so ein bisschen weiter spiele. Um dann die letzten Showdowns noch fertig zu machen. Kann man nämlich noch gegen die Bosskämpfe nochmal kämpfen, aber halt dann schwieriger. Und das sind so die letzten Archiven, die ihm noch fehlen. Harley Quinn und den einen Bosskampf von Mr. Freeze jetzt schon mal. Boah. Ey, Mr. Freeze war so schon anstrengend, das war jetzt nochmal so viel schlimmer. Ich habe gar keinen Bock auf seinen zweiten Kampf. Also für Musik sowieso noch ein bisschen leveln. Da ist die Steuerung ja komplett anders. Aber dort kriegen wir auch schon hin. So, der geht ja wieder ohne Waffen. Weißen Viecher. Noch etwas? Lass dir Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. Hey, ich glaube, da drüben ist eine Truhe. Das hast du sehr gut erkannt. Leichter Runenangriff. Ein extrem schneller Ausstoß von Energie, der alle Gegner in der Nähe ins Taumeln bringt und zurückstößt. Mhm. Sie haben das Juwel für den leichten Runenangriff Hells Berührung erhalten. Runenjuwelen können sie Waffen mit leichten und schweren Runenangriffen modifizieren und Runenjuwelen können im Waffenmenü in Waffen eingebaut werden. Aha. Der extrem schnelle Ausstoß. Okay, L1 und R1. Mhm. Ja, das könnte praktisch werden. Mit XP können Runenangriffe verbessert werden. Das Verbessern von Runenangriffen verbessert auch ihre Attribute. Okay, haben wir noch nicht genug XP für. Drucken Sie X um die Levitian-Axt mit dem Juwel für den leichten Runangriff. Okay. Ausgerüstete Runangriffe werden mit einem E-Symbol versehen. Drücken Sie, um zum Waffenmenü zurückzukehren. Okay. Cool. Coole Moves. Nice.
Das ist cool. Ich frag mich, ob er das auch irgendwann kann, wenn er unser Sohn ist. Los. Danke. Da ist der Berg. Gehen wir. Noch nicht. Sie hält. Siehst du? Mhm. Und gleich. Ja. Das war zu erwarten. Oh, du dummer Junge, ey. Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Bleib ruhig! Bin gleich da! War gar nicht so schlimm. Augen auf. Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Mhm. Ach, mehr Draugar. Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Nicht anfassen. Nicht tot! Ah. Nicht tot! Na großartig. Die Gegner-Schwierigkeit wird durch Farbe und Zahl am Gesundheitsbalken angezeigt. Okay. Gegnerische Gesundheitsbalken sind entsprechend der Stärke im Vergleich zu Kratos grün bis lila gefärbt. Denker, wow. Exzession geht vor Tempo. Oh Gott, mein Angriff machen, das ging irgendwie gerade gar nicht. Schön auseinanderreißen. Oben die Penner. Oh, werfen. Wie kann ich meinen Angriff nicht machen? Warum nicht? Den, den ich gerade gelernt habe. Ja, du musst einen Heiltrank. Ich hab keinen Heiltrank. Steht nur einer, ich hoffe, der bleibt da noch stehen. Die gehen wenigstens schnell tot, aber wir sind ja nervig. Das war der letzte. War ich besser? Nimm dir noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. Zeig, dass du die Kontrolle hast. Denn jetzt ging es wieder, oder was? Es ging die ganze Zeit nicht. Sieh mal. So, ein paar Runen. Lies es. Oh, das hier war mal ein Marktplatz. Die Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel betrieben. Ob Odin wohl jemals hier war? Handelsgrund. Da! Über uns! Etwas bricht ihn durch! Oh, nicht schon wieder. Muss erst mal heilen.
wir so nach... durch die Mauer. Ich schon wieder so nach Troll. Oh lol, den hab ich gar nicht gesehen. Ah, ich drücke immer die falschen Knöpfe. Oh, ich werde mich nie dran gewöhnen an die Steuerung. Fernkampf funktioniert ganz gut. Moment, ich hab selber Probleme. So, was ist denn los? Autsch. Meine Güte. Wir haben ja auch was zu tun. Ja, ich auch nicht. Schwerer Droger. Diese Droger wirken größer als die, denen wir bisher begegnet sind. Sie führen schwere, gefährliche Waffen. Die Waffen sind, machen sie langsamer, sie sind viel mächtiger als normal. Das ist bestimmt eine gute Idee, da jetzt hinzugehen, wo die herkommen. Hörst du das? Was ist das? Wird sich zeigen. Bleib in meiner Nähe. Was ist das? Wir gehen also auf den gruseligen Gesang zu? Anscheinend, ich habe ja keine Wahl. Die schlafen ja auch alle. Oder sind versteinert. Natürlich. Scheiße, die weicht aus. Hier in den Kreis, hier ist ein bisschen mehr Platz. Was soll denn für eine Mutti? Nimmer Wiedergängerin. Lassen Sie mehr? Achso, dieser grauenhaften. Okay. Das war eine Wiedergängerin. Wir haben sie aus der Nähe gesehen. Ja, schön war das jetzt nicht. Noch so ein Ding. Was ist so eine Truhe? Ah, dann sehen wir hier aufgehangen, auch schön. Darunter springt kein Kind nicht, oder? Nee. Kommen wir wahrscheinlich irgendwie anders runter.
da. Jetzt gehen wir schon wieder. Ah ne, von da. Ausgehen. Warum hat sich der Mann bei unserem Haus angegriffen? Ich sagte doch, Junge, ich weiß es nicht. Oh, so kommt man also hier runter. Ah, natürlich. Das ist schon wieder. Oh, Alter. Was? Instant tot? Dein Ernst? Lol. Mein Kauter hat das Spiel automatisch gespeichert. Das war ja krass. Okay, der Eimer ist schon runtergefallen. So kommt man also hier runter. Warte, wie kann ich denn schon wieder tot sein? Ich wollte gerade meine Special-Attack machen. Ich spiele auf normal. Kann doch nicht sein. Macht irgendwie nicht so viel Spaß, wenn man ständig tot. So kommt man also hier runter. Oh, direkt auf ihn drauf. Der ist halt auch lila. Der sagte. Ich weiche doch aus oder drücke Blocken, Mann. Kann mich doch nicht so instant töten. Ich weiß nicht, ob es eine Idee wäre. Kommt man wieder nach oben und wird den von unten einfach, von oben einfach erschießen oder so. Hier sieht man den nicht, ne? Der kommt irgendwie aus dem Nichts. So kommt man also hier runter. Boah, ich komm nicht mal zum Ausweichen. What the fuck? Alter. So kommt man also hier runter. Die Karte irgendwie anders machen können. Ich will nur die Truhe, Mann. Ich kann nicht mal blocken, der haut mich ja instant um. What the fuck? Kann man das Spiel überhaupt auf schwer spielen? Das ist ja wild. Okay, ich probiere es jetzt nochmal ein bisschen mehr. Einfach nicht mehr blocken, einfach nur noch abhauen. So kommt man also. Ist ja auch eine Taktik. So, direkt auf ihn drauf schießen. Yeah.
Nein, ich hab gerade X gedrückt, Mann. So kommt man also hier runter. Ja, nicht da! Noch nicht! Ich kann nicht mal ausweichen, ey. Da kriegt mich ja sowieso. Ich hab keinen Bock mehr auf den. Wir gehen jetzt weiter. Scheiß auf die Kaktur, ey. Was wir höchstens ausprobieren können, ich wette, das wird nicht funktionieren. Dass wir hier wieder hochklettern und den von oben angreifen, aber. Das wird vermutlich nicht funktionieren. So kommt man also hier runter. Ja. Oder? Naja, das geht natürlich nicht. Ich da aus. Junge, schieß. Bin noch nicht so weit. Doch bist du. Schieß einfach. Bin so weit. Nein. Nein, wir hatten ihn diesmal so gut. Oh. Mann. Das ist doch nervig. Warum bin ich eigentlich so mega dunkel? Liegt vielleicht am Spiel. Hallo? Wechseln wir die Farbe? So. Mit dem Rage-Modus hat eigentlich ganz gut funktioniert. Schön in die Ecke drängen. Alles für eine Scheißtruhe. Ekus und Gold. Was ist das? Mhm. Und Stahl haben wir auch noch. Riecht ja übel. Ja, da habe ich mich auch schon gefragt. Einfach davon fernhalten. Dass Wiedergänger in Gruppen auftreten? Hm? Und ein ganzer Haufen von denen da oben auf uns wartet und sie echt sauer sind? Junge. Tut mir leid. Blühende Fantasie.